Willkommen zurück zu Dead Island 2. Wo wir jetzt diesen Michael suchen müssen. Da ist er, die Männer. Man. Yo, ist was? Was gesammelt? Was gesammelt? Ja. Läuft doch gerade. Ich bin eine Antwort. Good company and some excitement. What more could I need? Be careful. Das ist sehr geschafft. Jawohl, stimmt. Was ist eigentlich für ein komisches Quietschgeräusch hier? Der Boden, unsere Schuhe, keine Ahnung. Beides. Ich komme mir vor wie so ein, in so einem Meerschweinchenkäfig. Wo ist Michael? Michael? You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Noch was, was so huge ist. Must be in here. Kein Kommentar. Hey, Mikey? Die Aufrufe von Tobson. I hope you are happy, you devil. Me? Devil? Oh, that girl. And after everything he's done for her. No, no, that's it. It's time we had a talk, Emma John. Whoa, slow down. Oh, you're wound tight. Where's Michael? Gone. Out there. Nah. Really? What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Where's he gone? Get off me! Somewhere, I don't know. To get her to notice him again. Is there anybody in this nut house not beholden to that self-centered... Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Does anybody? Okay, look. We need to find Michael. Why'd you care? Because there's no me in team. We need him. We need everyone. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. Great, the full tour. God moves in some... really fucking mysterious way sometimes. Perdóname, Dios. Oh, Mikey, Mikey. Damn it. Be back before you know I'm gone. With Michael. And I will pray. For Michael. Jolly good. We ran up that hill. Beverly Hills. Folge Michael Scott nach Beverly Hills. Hey, Sam wants some guns. Got any ideas? Sei still. Yes, but not now, alright? I gotta find Michael. Sam kann sich seine Guns sonst holen. Er hat eh noch nicht die Line gesagt, die ich ganz von ihm erwartet habe. Bestimmt noch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, aber es dauert halt anscheinend noch. Guck mal, Müllsuche. Mann, kann es mal wieder Tag werden. Ballmaschine. Coach Ace. Das ist eine Trainerin, die hat. Das ist bestimmt der Wagen, der auf der Straße steht. Stimmt, kann sein. Aber sie hat einfach nur so einen Namen. Das bedeutet ja nichts. Ah, ne. Autoschlüssel des Trainers. Schnell zum Auto. Wie overhyped ist so der Kiefer, das hier ein Schlüsselsimulator.
Da war da echt noch nichts Geiles drin, außer der blaue Cube war das Beste. Das heißt. Oh. Oh ja, Golfschläger. Nein! Oh. Golfschläger blau nehme ich gern. Geh weiter jetzt. Wenn das Ding jetzt unter das Auto gerollt wäre, ne? Ja, ein paar Glitches hier, da hast du schon noch. Guck mal, das ist ja ein neues. Alter, diese Beine damit zertrümmeln, mit diesen fetten Knüppeln hier. Okay. Bin nicht gestört, ich bin einfach nur glücklich. Come on, then. Oh nein, Cable Guy. Body? Okay. Ach du Scheiße, haben mich da jetzt erfetzt. Also, ich habe übrigens mal zwei Sicherungen gekauft. Aber die kaufen? Ja, ja. Hallo? Aber die kannst du auch, glaube ich, finden. Aber die waren nicht teuer. Deswegen habe ich die mal geholt. Habe ich auch nichts gesehen, was mir das Geld gelohnt hat, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Bis jetzt war noch nichts so. All's well that ends well. Pass für den Kontrollpunkt. Oh, hier weg, hier weg, hier weg. Oh, noch mal mehr. Auch was du kannst, Brock Lesnar. Oh, da, weg mit ihm. Weil oben auf dem Kompass wird ja auch angezeigt, wo man Dings einsetzen kann. Das stimmt. Michael hat also ein Haus in Beverly Hills. Es ist hell. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder glücklich. Hast du die Kiste aufgemacht? Ja. Okay. Ich frag dich nur, weil du so viel verpasst. Das stimmt doch gar nicht. Nicht, wenn es so offensichtlich ist. Diese Ladescreen-Musik, ne? Ja. Wo die Zombies immer so halb zerfetzt da rum fliegen. Die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dead by Daylight. Mal drauf achten, wenn die mal wieder kommt. Boah, was ein schönes Auto, ey. Das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust. Alter. Ja, das Wandern ist des Müllers Lust. Oh, den Van kann man aufmachen. Ein Glück schaut Beckmann gerade nicht aktiv zu. Warum? Weil ich gerade eben so gesungen habe. Ich sag seine Lage. Wetten, jetzt kommt gleich was von ihm. Pass auf. Here we go. Der hat nur auf so einen Moment gewartet. Der Haus der Michael. Oh nein. Fliegen!
Ein Schwarm. Rupp geht die Treppen hoch. Well, something's attracting those munches. Gott, ob dir da ein Kiefer ab, ey, damit du zum Kieferorthopäden gehen musst. Wie kannst du nur, sorry. Diese Arztkosten. Ich muss sie ja nicht übernehmen. Weißt du Bescheid? Michael, you home? Ah, Grant, Hollywood career's undressed. Dead zone. Michael's Äpfel ist erforderlich. Mentor of the year. Was jetzt erwartet? Hollywood career's undressed. I thought mentor of the year. Oh. Mal zur Abwechslung mit Keycard vielleicht. Mentor of the year. Ah, scheiße. Locked. Michael, scream if you're bleeding out. No? Weg vom Fenster, hier gibt's nichts zu sehen. Signed vinyl OSTs. Ich werde das mitnehmen. Fella, Mikey. Guck mal, Tobi, da siehst du doch schon wieder was. Guck mal rechts, was wir jetzt machen müssen. Ja. Fällt dir was auf? Eine Schlüsselwand, wenn du die meinst. Wir suchen ja an sich schon nicht nach Schlüsseln. Und jetzt müssen wir noch mehr nach Schlüsseln suchen. Where are they? Ich würde mir so eine Anzeige wünschen, wo du alle Objekte in der Nähe hervorheben kannst. So eine Taste, das fehlt mir hier. Ich muss sehr viel in Open World spielen. Michael als Zombie ist hier. Nee. No Michael. Which means he could still be alive. Maybe he went to Jesse's. Why would Michael have a map to a movie lookout? Those kitchen knives came in handy, eh, Mikey? Looks like our fellow is packing, but didn't finish. Oh, hey, Michael. This is Roxanne Kwan. If Jess is there studying, could you tell her to be back here by 8? I don't want her to miss the party. Probably best you don't come, though. After, you know. Okay. Bye. All right, Jesse Kwan. Maybe you'll know where Michael's gone. Wrong, Hong Kong. Hier oben noch mal gucken bei dem Haus. Dann können wir das Gebiet erstmal so gut es geht clearen. Ich glaube, gehen kannst du halt hier vergessen. Bitte? Gehen kannst du hier vergessen. Ja, aber halt wenigstens halt mal so. Die Hälfte du halt Schlüssel, die du nicht hast. Deshalb. Ja, stimmt schon. Warte, wie du später findest, hast du ja gerade gemerkt. Mann, ein Gebiet. Also würde gehen, wenn die Zombies und die Container nicht respawnen würden. Was ich aber tue. Diese Schuhe. Ja, das nervt voll.
wenn man sich umdreht. Wow! Ob du nicht erschrocken bist. Jetzt habe ich das richtig zusammengezuckt. Echt? Ja. Ich weiß, was Horror-Game hier gerade gewesen. Im selben Key, was auch sonst. Oh mein Gott, hatten wir noch gar nicht gehabt. Garagensafe. Also wäre das Video auf Steam, müsste ich irgendwann einen Review dazu schreiben, würde ich Keys als Endsatz. So als Fazit, weißt du? Fazit. Schlüssel. Dead 1-2 oder auch der Schlüssel-Simulator. Wenn das Spiel im Jahr bei Steam kommt, mach ich das als Review. Ich muss schon sagen, du fasst das Spiel echt gut zusammen. Ja. Als ob wir die ganze Zeit so Ballschuhe anhaben. So Baseballschuhe, weißt du? Wir würden über so ein Baseballhalle laufen. In Wirklichkeit spielen wir NBK 2K23. Anscheinend. Alter, wo kommt der jetzt her? Hi. Ist die Audioaufzeichnung geholt? Guck schon wieder so ein Alexa. Ich war noch nicht in dem Raum. Und hier. Sehr verstörend, diese Audio. Oder? Ich bin nur weit ein. Hammer, oder? Meditation mit Zombies. Wenn ich so Motivationsdinger höre, muss ich an den Frosch denken. Was? Muss ich dir mal schicken, das Video. Das habe ich auch schon mal geschickt. Frosch. Ja, das ist ein Frosch. Der ist so meditiert so und da ist so eine Frau, die spricht so. Ja. Und sagt so: Du weißt, dass deine Kollegen in der Arbeit Arschlöcher sind. Aber du kannst sie nicht umbringen. Denn das ist dein einziger Job. Den brauchst du. Also so eine Jobtherapie, weil du dumme Kollegen hast. Ach so. Was? Ein Handy. Muss ich dir mal schicken, sehr lustig. Ah, ja. Passt immer, wenn du irgendwie Idiotenkollegen hast oder einen Moment davon, dir denkst, was Idioten, dann ja, am besten immer das angucken, dann beruhigst du dich wieder. Ja, hier steht dran der Zombie. Gerade ihre Keule angeguckt hat, ey. Hä? Wie sie sich gerade ihre Keule angeguckt hat. Ja, der hat dann auch so ein Ding in der Hand. Meine Waffe ist kaputt. Was? Was ist nochmal passiert, krass. Oh. Wegputzen. Weiß nicht, ob das ein Detail ist oder ob ich das mir nur einbilde.
Ja. Aber je weniger Haltbarkeit die Waffe rechts unten hat, desto mehr Schläge brauchst du. Kann das sein? Ja klar, weil die mit der Zeit halt kaputt geht. Schon nochmal. Das ist abgenutzt, der die deswegen immer Schaden macht. Ja, das ist schon Absicht. Ja, ich hab die Waffe schlägst, quasi. Rein. Hey, wie bist du da? Bist du aber durchgelaufen? Ja. Okay, so geht's natürlich auch. Ich hab hier eine Sicherung platziert. Ich glaub nicht, dass ich mir das wollte. Jetzt hat sich hier so ein Lootraum geöffnet. Ich geh mal eine Schusswaffe jetzt. Oh nein. Rein. Atme dich in die Ich glaube, es war eher abgedacht, dass wir das irgendwie genau wegmachen. Aber werfen ist tatsächlich viel freischer. Brauche ich aber mal einen grauen Schlägel in der Hand. Wo kommt denn der aber mal her? Was soll denn Hosen eigentlich lassen? Hey, Hauptsache grau vor allem. Ja, man wird älter. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Laufen hier gerade übrigens Tat weg vom Weg, wenn man gerade drauf. Wo wir wahrscheinlich später eh noch eine Nebenquest haben oder so, weil es gibt, wenn die hier nicht aber nur so leer rumlaufen lassen. Ich glaube, hier in dem Haus braucht man noch irgendwas. Warte mal, ich kann ja mal checken. Aber hier in Beverly Hills haben wir auch noch neue Nebenquests, habe ich irgendwann. Müssen wir mal mit die auftauchen, man weiß es nicht. Wenn sie bereit dafür sind. Weil es steht ja immer, hier sind aktuell angeblich zwei Quests verfügbar im Gebiet. Weiß nicht, ob die Hauptquest da mitzählt. Wahrscheinlich ja. Die beiden Nebenquests, die wir bisher gemacht haben, sind immer aufgeploppt, weil sie in der Nähe waren, oder? Ja. Angezeigt wurden die ja nicht. Into the gallery. So. Pass auf, hier geht's ein bisschen ab. Was ist hier los? Problem ist hier los. Ich habe außersehen den Krankenwagen geschlagen. Krankenwagen? Ja, yeah, nee, kein Sicherheitswagen. Und hinter mir war gerade schon ein Elite-Typ unterwegs und ja, der hat noch mehr angelockt. Alter. This is too fucking much. Ja, ist too fucking much. Ich mich zu, so ein Lauf. Oh. Ist alles voll. Mist. Mal so was drücken. Hallo, Level 10, der ist sogar Elite hier. Ach, scheiße. Schießt jetzt auch durch das Gelände. Tschüss. Was hier abgeht, ey. Warum ist er über Level 10 Gebiet? Ja,
irgendwie gerade das Gefühl, es macht mehr Sinn, wenn wir Max-Level sind, dann überall nochmal durchlaufen. Ja, aber dann bringt es nichts mehr, weil wir keine Waffen mehr brauchen. Ja, es ist leider so. Und es ist halt das richtige Gebiet, immer richtig Level halt. Ja, ich vermute, im Hotel wird dann halt das spätere Kapitel auch noch eine neue Quest aufgeploppt, weil muss ja. Ooh, a stolen sword, huh? Bet it goes with my outfit. Meldung Quest. Mein Gott, warum ist denn jeder Blut unter Strom? Also normal sind das alle scheinbar. Entweder ist Blut drin oder ist es unter Strom gesetzt. Zwei Optionen gibt's. Eine Bon, alles klar. Scha. Alle Universum, ja, was haben wir denn da? Was gibt's bei dir? Guck mal hier, Ricky. Kennst du noch Leute? Nice. Sorry, Zombie, party's over. I'm no zombie. Is there a pizza? Hey, do you have pizza? If I do, you'll let me in. Yeah. Well, if I open this door, a whole load of zombies might rush in, and I'm pretty sure that's a bad thing. So close the gate, et voila. Oh, yeah, well, we're having this big party, right? And some of the guys, not me, were riding on a gate and it broke. Now, there's a whole bunch of spares in the garage, but it's like full of riffraff. Okay, subtle hint taken. Oh, killer. I'll hit the garage button, you bounce the party crashers and fix things up, and then, dude, Mikasa is your casa. Hey, Roxy! We got company, find your jeans! The fuck is my underwear? Now there's a poke in Darwin's eye. Den Schlüpfer zeigt jemand anderes. Ja, hab ich auch gezeigt. Oh oh. Moin! Oh je. Hell yeah! Fight music! I can jam to this. Oh. Okay, new tactic. Close the gates first, then mop up the stragglers. Sicherung, unnötig. Perforator Mord. Lag da neben dran. Hast du jetzt die Sicherung aus dem Inventar benutzt, oder? Was? Hast du jetzt die Sicherung aus dem Inventar benutzt? Nee, ich hab die doch hingeworfen, hab ich doch gerade gesagt. Ja, aber ich hab sie nicht gesehen. Ei, ei, ei. Ich bin konserviert, ja, tut mir leid. Oh, die Haare, uff! Was ist denn mit der hier? Die von zwei hier. Achso. Alle digitalen Hilfe sind nice. Ich bin immer noch unglücklich, ich habe noch keinen Katana gefunden. Nach Folgen. Hier, Tobi, die Sicherung. Achtung! He's exploding! Wenn den Stuntman wieder angerannt kommen, immer. Natürlich.
Bring den Unterhosenmann dazu, dich reinzulassen. Door, people. Hey, were you getting pizza or were you fighting zombies in the yard? Do I have pizza? All right. You say pizza? Right. I am this close. Sorry, man. Big evacuation party, you know. Oh shit! We gotta get to the evac. Roxy? Roxy, hey, hey, come on, babe. No time to sleep. We gotta evacuate. Hey, Jesse, pack your shit. We're going. Rav, you missed the evacuation. Oh, my fucking skull. Oh. Boom! Gods and whiskey. Gods and whiskey. Slept through another alarm. Hey, at least we got supplies for a few months. Nice. No worries about food. Food? Okay, we're done. Michael Anders. Where is he? What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-been. Baked bean. Dead bean. Okay, okay. Jesse might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Another note. Dear Mother, if you must have sex at 3 a.m, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. Say she's gone up the hill to help a friend. Your daughter's out there, alone. Hey, she's smart. She's in med school. She's real sneaky, too. Every time I turn around, it's like, whoa, she's right there. I've got to find her. Ah, cool. Looks like we're gonna have the place to ourselves. No. I need to get my head together. Hey, come on. She's gonna be okay. They're gonna find her. Come on. Let's, like, plan and shit. Yeah, play to our strengths. Thanks. Let's hear your big plan, then. Let's see this note, then. Not that I think you might have left out any... So she's hanging out with these construction workers. Oh, yeah. They were renovating one of the big houses up the hill, and the crew will hold up inside. You can't miss it. Richtige tolle Bude habt ihr hier. Righto. Catch you later. Okie dokie. Wir müssen jetzt erstmal hier reparieren. Was willst du da reparieren? Offen. Achso. Oh, Fabio, kannst du übrigens Geld ausgeben, um die Waffen auf eine höhere Stufe zu erheben, ne? Ah, okay. Muss einfach 1 drücken. Kostet es, was da rechts steht und der Stärke. Dafür ist das Geld da. Ah, ja. Also du kannst quasi wirklich, wenn du eine geile Waffe hast, die mit halt Kohle bis zum hohen Level hochziehen. Musst du nur Geld ausgeben für. Ja. Oder für Zahl normal und dieselbe Waffe, klar. Aber ich glaube, dass so Katanas relativ selten sind, weil wir sie noch keins gefunden haben.
Natürlich, sobald ich ein blaues Katana finde, kann ich mir das bis zum Max-Level irgendwie hochkaufen. Diese Fliegen. Fucking Fireflies. Ja, der war am Anfang vom Spiel auch eine Last of Us Einspielung gebracht, oder? Echt? Ja, der hat gesagt, no, we are the Last of Us. This whole neighborhood is like the least popular music festival ever. Hat mir diesen Ausrufezeichen. Jesse Smart. In der Nähe. So that music's a zombie lure. Ist ein Fragezeichen, kann auch so sein. Was hab ich gesagt? Du hast Ausrufezeichen gesagt. Oh. Oh. Ja, lass das reinwerfen, oder? Das ist das Simpelste. Ja. Klappt ja sehr gut. Ein Zombie-Schwert, fast ein Katana. Selten. Kommt so ein Hulk. Now he's down. Boah, die Feuermutter ist ja geil. Was sind die? Wo sind die jetzt her? Also war das die eine? Hä? Weiß ich nicht, wo ich die hab. Hat ja aber eine Mod, ey. Aber guck mal, wie geil das ist mit so einem Bunsenbrenner, der da drin sitzt. Ja. Die Waffe heiß macht. Party here. Jesse must have used this ladder to get up and threw it back down. Oh man, tripwires connected to shotguns. Fallen. Tu mir eine Falle F, um sie zu entschärfen. Gerade so toll, Tim. Traps all over. Someone's been busy. Hätte man uns immer mal sagen können, ne? Wir haben uns noch nicht kennengelernt.
Gibt's gar nicht. Hey, Jesse. You there, go. Okay. Now what? Hey, people! I could be dying down here. Also diese Schuhe quietschen, ne? Dann muss ich versuchen, da nicht drauf zu hören, sonst wird man Kira. Das stimmt. Das ist schon echt ein nerviges Geräusch. Ist dieses Haus hier Copy-Paste? Ja, ist es. Das hört sich aber normal an, Open Virgin. Ja. Wie können wir hochgehen? Ja. Aber kein Fahrstuhl-Lift, der uns da umfährt. Au. Hat sich schon voll was geholfen, dass weil die Falle da ist, wo Zombies schon sind. Hä? Ich hab eben schon unten schon gemerkt, wenn die Zombies durchlaufen, passiert aber nichts. Boah, beide Schlüssel brauchen wir. Genau für die sind sie aber da, hä? Also ich glaube, alle Berufsgruppen sind hier verewigt. Mit dem Schlüssel. Ja, genau. Wahrscheinlich sind wir nicht. Personal Trainer, Bauarbeiter. Jesse, you in there? Was hat er noch gehabt? Mach die Payday-Mucke aus. Nice. Oh. Needs. Whew. Sure glad you showed up. Der Stimmlehrmod. Oops. Jacob. I'm looking for Michael. Oh. He never mentioned you. Oh. We've been bursting zombies together since way back. You bonded over not being dead? Doesn't everyone? Where is he? On his way to Monarch Studios. The movie lot? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. The construction guys are now zombie guys. Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Listen, your mom's worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Wasted teenagers are surprisingly resilient. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. You need a chaperone? I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. I like you, Jesse Kwan. Stay smart.
Okay. Ja klar. Gut, das war es für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.